Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute die drei häufigsten Fehler, die beim Brotbacken entstehen können. Ich bin frisch aus dem Urlaub aus der Türkei zurück. Ihr werdet dann auch noch Rezepte sehen. Ich habe mich dort inspirieren lassen, aber heute mal die drei häufigsten Fehler. Wenn ich in die Kommentare schaue, durchs Band wirklich positive Kommentare, herzlichen Dank. Aber wenn es mal nicht gelingt, dann sind es diese drei Sachen. Erstens einmal, Teig ist viel zu weich. Marcel, du gibst Angaben, es funktioniert nicht, scheiß Rezept. Teig wird bei mir viel zu weich, das kann nicht stimmen. Ein Tipp, den du dir merken musst, halte Wasser beim Kneprozess zurück. Ich habe hier mal einen Probeteig vorbereitet, der knetet wunderbar, den löst es vom Kesselrand. Und hier in der zweiten Maschine den gleichen Teig, absolut gleiches Rezept, Zutaten genau gleich abgewogen, schau dir den mal an. Der eine Teig ist viel weicher als der andere. Was ist passiert? Das liegt an der Mehlqualität. Mehl ist ein Naturrohstoff, das ist halt immer ein bisschen mit Schwankungen verbunden. Dann kommt es noch auf die Mühle an, wie hat die das ganze Korn vermahlen, mischt die das mit verschiedenen Sorten zusammen und, und. Jedenfalls wichtig, es kann zu Schwankungen kommen. Mein Tipp, halte 10-20% vom Wasser zurück und gib es natürlich nur nach Bedarf bei. Im Video siehst du eigentlich die Teigkonsistenz, das kann man auch ein bisschen erahnen und du siehst die verschiedenen Festigkeiten, der andere ist viel weicher als dieser hier. Das liegt an der Mehlqualität. Und wenn du jetzt das Ganze mal gemacht hast und du eigentlich weißt, okay Marcel, bei mir sind es immer so 10%, die ich vom Wasser zurückhalten muss, dass ich deine Teigfestigkeit bekomme, dann ist das Ganze perfekt. Dann kannst du dir so notieren. Ich würde dir auch empfehlen, wenn du mal Mehl gefunden hast, mit dem du zufrieden bist, dann würde ich auch mal einen 5-Kilo-Sack holen, dann musst du nicht immer hier rumspielen. Die Rezepte hier in den Videos, die sind alle getestet und entwickelt. Darum gebe ich immer gleich alles Wasser von Anfang an bei. Aber natürlich entwickelt auf unsere Mehle hier. Das ist ein wichtiger Punkt. Tipp, 10-20% vom Wasser zurückhalten. Ich würde natürlich diesen Teig, der jetzt hier zu weich ist, den kann man auch mit Mehl korrigieren, dass der wieder fester wird. Das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass Salz, unser Gewürz im Brot, ist immer auf die Mehlmenge ausgerechnet. Also wenn ich jetzt hier viel mehr Mehl beigebe, dann kann das Brot fad werden und vom Kneprozess muss dann noch etwas nachgeknetet werden. Also ist es einfacher mit dem Wasser zu korrigieren, aber es ist nicht verboten, wenn er viel zu weich ist, dann einfach noch etwas Mehl beigeben. Pro 100 Gramm Mehl, wo du mehr beigibst, 2 Gramm Salz erhöhen, sonst wird dir das Brot zu fad. Man kann natürlich leider dem Mehl zu 99% nicht ansehen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Mehl ist. Das musst du ausprobieren. Es gibt Richtwerte, da musst du aber Mehlzertifikate lesen können. Das gibt die Prabender-Methode mit dem Farinogramm oder der W-Wert, was für die Franzosen vor allem machen. Aber da musst du dich auch ein bisschen auskennen und ein starkes Mehl heißt eigentlich immer, es bindet etwas mehr Wasser, hat aber dann vielleicht andere Nachteile, die man hier nicht haben möchte. Also so ein normales Mehl ist eigentlich okay, aber der wichtigste Tipp, halte einfach 10-20% vom Wasser zurück, nicht dass dir der Teig zu weich wird. Zweiter Fehler, Knetzeiten. Die Knetzeiten sind bei mir Richtwerte. Ich sehe es auch an meinen Kursen, da wird die Uhr genau gestellt. Marcel, bei dir knetet der Teig zuerst 2 Minuten und dann genau 12,5 Minuten auf höherer Stufe. Welche Stufe muss ich nehmen und so weiter. Das sind Richtwerte. Es gibt Möglichkeiten, den Teig zu testen. Das ist erstens mit dem Fenstertest. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, kann ich dir hier verlinken. Oder wenn der Fenstertest nicht gelingt, wenn du den nicht schön auseinanderziehen kannst, und der reißt noch relativ früh, dann einfach während der Gare dehnen und falten. Da bringst du dieses Klebergerüst auch schön hin. Das sind die zwei Methoden, die du machen kannst. Früher hat man immer gesagt, es muss über die Energie gehen. Heute weiß man, man kann ihn auch dehnen und falten. Das ist absolut kein Problem. Und die Knetzeit verändert sich so oder so, ob du die doppelte Menge hast, die halbe Menge, je nach Knetsystem, hast du jetzt hier so einen Haken, hast du einen anderen, hast du eine Ankers rum, hast du nochmal eine andere Maschine, ist immer wieder anders.
Darum lerne das hier etwas zu fühlen, zu sehen. Wenn du siehst, ah, Fenstertest geht nicht, dann einfach dehnen und falten. Fenstertest sowieso nur relevant bei Dinkel- und Weizenteiten. Beim Rocken bringt das nicht, auch das Dehnen und Falten nicht. Das ist anders aufgebaut, hat weniger Gluten, mehr Pentosane im Rockenmehl. Und der dritte häufige Fehler, die Garzeiten. Die Gare, das sind auch Richtwerte. Ich weiß, normalerweise sagt man beim Backen, du, es muss alles genau gleich gemacht werden. Leider eben ist das eine lebendige Materie. Wenn wir Hefe oder Sauerteig drin haben, dann ist es temperaturrelevant und so weiter. Das lebt halt ein bisschen, darum kann man nicht alles zu 100% voraussagen. Man könnte das machen, da musst du die genaue Teigtemperatur haben, die genaue Zimmertemperatur, die genaue Mehltemperatur, wird aber viel zu komplex. Ich gebe dir ein paar Tipps, damit du diesen Teig etwas besser lesen kannst, dann sollte das eigentlich funktionieren. In der Bäckerei muss das natürlich immer schön stimmen, denn da kommt ein Brot nach dem anderen in den Ofen rein. Und wenn das eine zu früh kommt und das andere viel zu spät, ist das nicht gut für den Tagesablauf. Der Ofenbäcker hat dann ein Problem. Er sollte frisches Brot in den Ofen geben, ist aber noch das alte drin oder das vorherige drin. Das wird schwierig. Darum ist das genauer definiert. Aber zu Hause, ob man jetzt 10 Minuten länger oder weniger wartet, spielt keine Rolle. Also, Garzeit. In der Regel ist es so, der Teig hat gerne warm. Je wärmer das es ist, desto schneller geht der Teig auf. Je mehr Triebmittel, sprich Hefe, Hefewasser oder Sauerteig drin ist, desto schneller geht der Teig auch auf. Das muss man wissen. Und vor allem im Sommer, wenn es 35 Grad ist, im Gegensatz zum Winter, wenn es 15 Grad ist, dann geht das natürlich viel, viel schneller. Wenn du das gleiche Rezept im Sommer machst, dann kannst du die Garzeit verkürzen, viel verkürzen oder weniger Hefe beigeben. Eine Faustregel sagt, pro 5 Grad, wo sich die Temperatur erhöht, verkürzt sich die Gare um die Hälfte. Bei der Stockgare, das heißt direkt nach dem Kneprozess, ist so eine Faustregel, der Teig sollte sich etwa im Volumen verdoppeln. Wenn du jetzt auch beispielsweise mit einer Gärbox arbeitest und ich den Teig hier in den Videos bei Zimmertemperatur gehen lasse, dann ist er in der Gärbox natürlich viel schneller ready, weil dort sind 30, 40 Grad, je nachdem wie du sie eingestellt hast, bei mir in der Küche 20. Das muss man berücksichtigen. Stockgare ist in der Regel eine Verdoppelung, macht Sinn, das ist so die Faustregel. Bei der Stückgare, das ist dann nach der Stockgare, hier wird auch gedehnt und gefaltet, wenn man das Brot dann aufgearbeitet hat, ist die Stückgare dran. Da gibt es einen Drucktest, richtige Garstufe vor dem Backen, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich dir hier, kannst du dir gerne anschauen. Das sind die drei häufigsten Fehler, die ich bei meinen Kommentaren sehe. Da wollte ich noch ein separates Video dazu machen. Es ist mir nicht möglich, bei jedem Rezept immer wieder diese drei Fehler voll darauf einzugehen. Manchmal erwähne ich den einen oder anderen, aber ich kann nicht immer wieder das Gleiche erzählen. Darum hier eine Zusammenfassung. Wichtig ist, Wasser zurückhalten, Teigkonsistenz im Auge behalten. Zweiter Fehler, Kniezeiten. Lieber zu kurz kneten als zu lange. Wenn der Teig überknetet ist, dann ist Feierabend. Lieber kürzer und mit Dehnen und Falten das Ganze richten, das ist viel, viel schonender. Das war vor 2 Jahren so, wo die Dinkelernte sehr, sehr schlecht war, hat man nur 5 Minuten geknetet und den Rest mit Dehnen und Falten. Weil die Knettoleranz, also das Zeitfenster, wo der Teig eigentlich in Ordnung ist, war viel zu kurz und man hat den Teig sehr schnell überknetet. Wenn du wissen willst, wie ein überkneteter Teig aussieht, dann hier nochmal ein Video verlinkt. Dritter Punkt sind die Garzeiten. Die musst du hier im Auge behalten. Mit diesen Tipps sollte es klappen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schreib mir einen Kommentar. Was willst du sonst noch wissen? Wo hast du deine Probleme? Wie findest du meine neue Schürze? Meine Frau hat sie mir empfohlen. Das sind die Sachen, die ich von dir wissen möchte. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.